Mein Name ist Jeremy Hammond und Freiheit bedeutet für mich Kraft. Ausbrechen aus dem, was mich klein hält und zurückerobern das, was mir gestohlen wurde. Denn ohne wirkliche Freiheit ist ein Leben in deiner Berufung nicht möglich. Ich habe das selber erlebt, ich habe einen Ruf auf mein Leben gehabt, seit ich 16 Jahre war. Ich habe nicht in dem gelebt. Und ein großer Grund war dafür, dass ich in einem Gefängnis war. Ich war gefangen in der Pornografie. Und zwar jahrelangen Konsum von Pornografie. Ich habe es über 20 Jahre konsumiert. Es hat mein Leben beeinflusst. Es hat meine Arbeit beeinflusst. Es hat meine Beziehung zu meiner Frau beeinflusst. Und auch natürlich meine Beziehung zu meinen Kindern. Und ich habe erst jetzt gemerkt oder später gemerkt, als ich rausgekommen bin aus dieser Abhängigkeit, wie stark mein Leben unter diesem Einfluss gelitten hat. Und ich jetzt merke, was ich alles zurückerobere und wie wunderbar mein Leben sein kann und ist ohne Pornografie. Und ich weiß, dass Pornografieabhängigkeit nicht ein Einzelfall ist, dass ich kein Einzelfall bin. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die gefangen sind in dieser Sucht nach Bildern, Sucht nach dem nächsten Kick. Und ich möchte dir einfach sagen, falls du das bist, es gibt Hoffnung für dich, es gibt Freiheit für dich und es gibt ein Leben ohne Pornografie für dich. Ich habe meine Geschichte in mehr Detail aufgeschrieben und es ist im Buch Wahrhaft frei von Michael Stahl und freue mich einfach, dass meine Story und ich einfach ein Teil von dieser großen Collection von wunderbaren Stories der Freiheit, denn es ist wirklich so, zur Freiheit sind wir berufen. Wo bist du? Mein Herz schreit nach dir. Nur um dich spielen. Ach so, was ich.